Recht herzlich willkommen zur 160. Folge von Simotrans. Ja, wir sind in Radolfzell und da müssen wir definitiv noch Linien optimieren. Das hat man nämlich noch nicht getan. Das war ja die Aufgabe, die wir uns diese Folge vornehmen wollten. Stadtbus Radolfzell Ost zum Beispiel. So, dann gucken wir uns das mal an. Der fährt hier los. Fährt dann zur Lerchenweg und etc. und so fort. Das ist also schon mal das, was falsch ist, ne? Das heißt, Linie ändern. So, und dann ist es immer wieder 1, 2, 3. Konrad-Adenauer-Straße. Hier müssen wir einfügen das Rathaus. Obwohl, stopp, das ist optimiert, oder? Konrad-Adenauer-Straße ist nämlich hier der Halt. Ne, Lilienthal-Straße. Dann ist es doch nicht optimiert. Ich dachte gerade. Ja, wir sollten da nochmal gerade überlegen, ne, ob wir hier nicht einen anderen Wechselplatz machen, weil das Rathaus ist jetzt vielleicht hier nicht so der ideale Punkt, sondern eher der Bahnhof, ne? Und das wäre ja Lilienthal-Straße. Dann würde ich sagen, löschen wir nochmal das Ostdeutsche Rathaus raus, Konrad-Adenauer-Straße, Vielleicht soll man die Linie komplett bearbeiten, ne? Wo ist denn Konrad-Adenauer überhaupt? Da. Lerchenweg. Ist da. Ostdeutsches Rathaus, Lilienthal-Straße fährt da schon hin. Das heißt, wir machen hier zwischen einfügen, Lilienthal, dann Lerchenweg, dann Lilienthal, den Konrad, den löschen wir da raus. Dann können wir Ostdeutsches Rathaus ruhig anfahren, das passt dann schon. Dann wieder Lilienthal und die Seebacher Straße ist dort oben. Und fahren dann wieder da zum Lilienthal und dann zur Moosgasse. Findet sich da. Und fahren von der Moosgasse wieder dahin. Können wir hier die Moosgasse wieder rausnehmen. Dann haben wir noch Maria Gall. Gallierweg. Ja. Seebachallee haben wir da. Das heißt, die kann da weg. Und die kann da auch weg. Und das Ostdeutsche Rathaus kann dann da auch weg. So, das ist dann 1, A, B, C, D, E, F passt. Muss aber noch einmal zur Lilienthalstraße hinzugefügt werden. Können wir aber so lassen, denke ich. Passt dann. Fährt. Das war jetzt die Osttangente da. Da ist der, der nicht laden und zum Depot, weil den wollen wir jetzt nicht. Der ist auch gerade leer, das heißt nicht laden und auch zum Depot, weil wir wollen ja nur einen Bus nur noch drauf haben. Die anderen fahren noch, aber da wollen wir ja dann auch definitiv einen anderen Bus nehmen, der da günstiger ist. Das war ja dieser, ne? Ost, Radolfzell Ost. Starten wir. Der ist gerade angekommen, der ist gerade angekommen. Verkaufen, verkaufen. Läuft da. Können wir das schließen? Und das auch. Und der fährt. Der kriegt nicht laden, obwohl das können wir alles hier machen, ne? Ausmustern. Der kann weg.
Und den machen wir da auch über ausmustern. Gut. Und der Bulli fährt noch, ne? Ja. Den mach weg. Den mach auch weg. So, der Bulli fährt und der fährt. Das haben wir dann an der Adolfzell Ostgeschichte. Dann kümmern wir uns gerade um die Adolfzell Westgeschichte. Linie ändern. Ja. Mach das mal zu. Sind da noch zwei hier offen? Ja. Wo fahren wir da hin? Das ist jetzt die Frage, ne? Eigentlich auch hier Lilienthal. Weil da ist der Bus, die Bahnlinie, die da umgestiegen ist dann. Hier unten bringt ja nichts da, obwohl da auch ein Umsteigebahnhof wäre, ne? Machen wir aber nicht. Warte mal, wird denn da unten hingefahren? Ja klar, wird da hingefahren, aber das macht ja keinen Sinn, weil hier fährt doch ein Zug mit Passagieren auch lang, oder? Geht nicht, ist klar. Dann lass mal die Passagiere mit den Bahnen fahren. Da braucht kein Bus hinfahren. Wer ist denn das hier jetzt? Süddeutscher Alter Getreidehof. Kannst du schon mal rauslöschen. Da fährt ja ein anderer lang. Gut. Jetzt haben wir hier noch einen Halt. Ja, wir müssen erst da oben anfangen, ne? Norddeutsche fährt da lang. Und dann fährt er definitiv zur Lilienstraße, denke ich. Macht am meisten Sinn, ne? Weil da ist auch ein Bahnsteig. Dann kommt der Titanweg dran, ne? Der da ist. Lilienstraße. Dann die Ulrichstraße ist da. Auch der Lilienthalstraße dann. Jupiter, dann Kaiser Franz. Jupiter ist da. Können wir auch einfügen. Lilienthal. Kaiser Franz Gasse ist da. Dann kann hinter der Kaiser-Franz-Gasse auch der hin. Da löschen wir allerdings das Ostdeutsche Rathaus raus. Das haben wir ja schon auf der anderen Straße. Hier unten haben wir noch McKinsey. Das kann da auch weg. Und da können wir nochmal einfügen machen, nämlich nochmal die Lilienthalstraße. Die Kaiser-Franz-Gasse waren wir schon, kann also gelöscht werden. Und das Rathaus kann auch gelöscht werden. Jupiter kann weg. Da waren wir ja schon überall, Ulrichstraße und dann auch die Titanengasse. So, das ist A, B, C, D, E, F, passt. Läuft, können wir so lassen. Wieso wird denn der nicht ausgemustert? Wieso ist denn immer noch einer drin? So, dann schmeißen wir den zum Depot. Der kann auch weg. Das dann mal auch aus. Der kann zum Depot. Könnte aber auch gleich ausgemustert werden, ne? Weil weg ist er. So, und dann nochmal. Da ist einer angekommen, das ist auch gut so. Da können wir nämlich gleich den auswählen. Den auswählen und auf West stellen. Und starten. Verkaufen. So, jetzt ist richtig. So, das schließen wir. Der wird ausgemustert noch. Ach so, ich sehe schon gerade, da müssen wir nochmal einen Bulli draufsetzen. Auch auf diese Linie, weil das ist nämlich auch nicht das Richtige mit dem LKW dann da. Ja, starten. Schließen. Das heißt, der kann zum Depot. Beziehungsweise Blödsinn, der kann auch ausgemustert werden. Auch ausmustern. Und der ist schon unterwegs auszumustern, oder? Ja, nee, da. Gut. Dann haben wir das auch optimiert, würde ich sagen.
Mach das mal gerade alles weg. Die beiden sind richtig, die beiden werden ausgemustert. Da sitzt wohl noch einer drinne. Dann haben wir die West- und die Ost-Radolfzell erledigt, oder? Ist der immer noch? Mhm. Ah, jetzt ist er gerade weg, alles klar. Dann passt die Tour daher. Und hier müssen noch zwei runter. Gut. Also, da fährt gerade der Zug vorbei, den wollte ich mir doch noch angeguckt haben. Ja, der fährt nämlich auch am Getreidehof vorbei, dann brauchen wir nämlich auch nichts machen. Da muss da unten gar kein Bus lang. Ne? Wo waren wir hier stehen geblieben gerade? Ah, ist jetzt auch Stadtbus, Adolfzell, West war's, ja. Da fährt immer noch einer drauf. Der muss noch weg, ne? Dann haben wir es geschafft hier. Dann fahren die dann wieder richtig, so wie das sein soll. Gut. Ich glaube, die Klostergasse wird ja von einem Fernbus angefahren, ne? Der da jetzt auch gerade ist wahrscheinlich. Ja, das lassen wir so. Der ist allerdings voll. Macht natürlich auch genug Geld. Vielleicht sollten wir mal gucken, wer da alles drauf fährt. Ja, da fahren genug drauf. Die Post fährt sogar auch ganz positiv, obwohl, weiß nicht, der hier ist ja... das so sein muss. Die sind auf jeden Fall alle voll. Und fahren auch Plus ein. Sollte man da noch was draufstellen? Ich glaube schon, ne? Das sind alles nicht Doppelstöcker. Die haben 68 und der fährt mit 72. Das wäre der dann, ne? Ich starte den dann mal noch drauf. Wie viel kann der tragen? 85 Sack. Eine 3 Sack da drin. Jetzt mal gucken, ob sich da überhaupt zwei rentieren dann, ne? Der ist voll. Das ist die Klosterbrauerei, die Haltestelle. 134 Passagiere warten da. Also der ist ja jetzt hier eigentlich eher nicht so wichtig, sondern ich wollte ja eher den sehen, ne? Der voll wird. Und dann habe ich noch den da. 13 Sackpost, 1 Sackpost. Diese Stelle können wir schließen. Der fährt jetzt hier mit 10 Leuten durch die Gegend. Das machen wir mal zu. 1 und 13. Ist die Frage, ob das hier sich rentiert, ne? Wo gondelt der gerade rum? Hinter der Klostergeschichte. Da holt er gerade bei der Klosterpost ab. Ja, jetzt nur noch ein Sackpost dran, ne? Weißt du was? Wir machen mal gerade schneller. 3, 4, 4, 4. 0 und 4. 2. 12. 13. 11. Ja. Und zum Depot bzw. ausmustern. Das reicht, wenn da einer fährt, gehe ich von aus. Haben wir ja gerade gesehen, oder? Der fährt auf jeden Fall Plus ein. Der hat jetzt 2 Sackpost dabei. Lass mal schneller laufen. 7, 10. Keiner. 3, 6. 7. 14. 3. 4.
Könnte natürlich sein, wenn mehr frequentiert ist, dass dann auch mehr Post gefahren wird, ne? Wäre auch noch so ein Punkt, ne? Auf langen Strecken. Auf jeden Fall ist überall Post da und es sind 21 Sack Post, jetzt sind es ein bisschen mehr gerade geworden, 28, okay. Und er fährt schwarze Zahlen und er ist nicht voll. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Jetzt fährt er gerade der. Ja. Geht schon so, oder? Hosen überfüllt. Da, okay. 14, 4. Also das lassen wir so. Der fährt ins Schwarze, ist aber nie voll. Passt also, brauchen wir keine 2. Und er hier fährt auch ins Schwarze. Das ist aber gerade der. Aber so richtig viele sind jetzt nicht da drin. Da war gar kein. Ist der eine Bus, der dann zu viel ist, oder wie ist das? Oh, jetzt ist er sogar voll. Immer noch voll, jetzt hat er entladen. Ja, ich glaube, das können wir auch so lassen, das passt schon so. Ja, dann haben wir Radolf Zell auch erledigt. Können wir gerade einmal gucken hier so in die Stadtgeschichte. Ist aber alles im Rahmen noch. Ja, dann ist als nächstes Döbeln dran. Ich weiß gar nicht, ob wir da ein oder zwei Buslinien haben. Da fährt er. Und hier ist nur eine Linie. Da müssen wir gucken, dass wir die dann wahrscheinlich als nächstes Mal dann anpacken und auch optimieren. Hier dieser Umsteigeplatz ist ja riesengroß, ne? Also unser Bahnhof ist da angeschlossen, unser Flugplatz ist angeschlossen und unser Hafen ist da auch angeschlossen. Das machen wir alles in der nächsten Folge hier. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Und ja, falls ihr neu abonniert habt, macht das. Und ein Daumen hoch wäre natürlich auch eine tolle Sache, damit ich weiß, dass die Folge gut war. Bis dann. Tschüss.